ich letztens Herr der Ringe in 4K geguckt habe, ist mir mal aufgefallen, wie viele Horrorelemente sich in diesem Film eigentlich finden lassen. Heute blicken wir deswegen auf Herr der Ringe als Horrorfilm. Betrachtet man einmal die Karriere von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson, wird man feststellen, dass sich in seiner Filmografie so einige Horrorfilme befinden. Mit Bad Taste erschien 1987 Peter Jacksons erste Horrorkomödie. Hier tötet eine Gruppe Aliens alle Bewohner eines kleinen neuseeländischen Städtchens, um sie als fleischige Kostprobe für die außerirdische Fastfood-Produktion mitzunehmen. Seine Liebe zu Horrorkomödien und vor allem Gore wurde jedoch 1992 mit dem Film Brain Dead manifestiert, der ein absolutes Splatterfest ist, deren praktischen Effekte sich bis heute ziemlich gut gehalten haben und in dessen Endszene 300 Liter Kunstblut verwendet wurden. Und auch Peter Jacksons letzter Film vor Herr der Ringe setzte 1996 auf den Mix aus Horror und Komödie. In The Frighteners zog der von Michael J. Fox gespielte Charakter als Geisterjäger Unwissenden das Geld aus der Tasche und wurde dabei von einem Geistertrio unterstützt. Wie gesehen haben, hat Peter Jackson vor Herr der Ringe einige, zumindest interessante Horrorfilme gemacht. Und es lässt sich davon ausgehen, dass er seine Erfahrung natürlich auch in Herr der Ringe hat einfließen lassen. Bevor wir mit der Analyse von Die Gefährten starten, möchte ich einmal kurz den Horrorfilm definieren. Dafür nutze ich dieses kleine praktische Reklambuch, kann ich euch empfehlen, steht in der Videobeschreibung, Filmgenres Horrorfilm. Der Horrorfilm verhandelt letztendlich existenzielle Fragen über das Gute und das Böse und stellt den Kampf um Leben und Tod in den Fokus. Das Natürliche wird unnatürlich, die Idylle zum Chaos. Bereits die Form des Hauptgegenspielers Sauron ist alles andere als menschlich und ziemlich gruselig. Als riesengroßes, feuriges Auge thront er auf einem Turm in Mordor. Obwohl er keinen Körper mehr besitzt, stellt er eine dauerhafte Bedrohung dar. Seine Speer sind überall und durch den Palantir kann er Menschen direkt beeinflussen. Für ihn gibt es nur ein Ziel: den einen Ring zurückzubekommen und zu alter Stärke zurückzufinden. Doch der Horror beginnt bereits an der Grenze zum Auenland. Nachdem ihr im Einstieg von Die Gefährten das saftige Gras und die fröhliche Party der Hobbits mitbekommen haben, sagt Sam auf den Feldern von Bauer Maggot: "Wenn ich noch einen Schritt mache, bin ich so weit von zu Hause weg wie nie zuvor." Sams Worte beschreiben hier das Ende des Natürlichen und des Bekannten. Wie wir vorhin gehört haben, genau das, was Horror ausmacht. Doch eigentlich ist die Stimmung der Hobbits ziemlich gut, bis Frodo merkt, dass ihnen Unheil bevorsteht. Ein Vertigo-Shot, wie ihn Hitchcock in dem namensgebenden Film groß machte. Ein riesengroßer Nazgul in einem dunklen Umhang, dessen Züge man nicht erkennen kann und der aufgrund der geringen Körpergröße der Hobbits übermenschlich wirkt. Ganz langsam zeigt die Kamera jedes Detail seiner Suche, sodass man sich als Zuschauer kaum traut zu atmen. Eine tolle Szene, wie sie typischerweise in einem Horrorfilm zu finden ist. Anstatt in einem Kleiderschrank verstecken die Opfer sich hier jedoch unter einem Baum voller Krabbelvieh. Die Idylle des Auenlands scheint vergessen und die kalte Realität von Mittelerde holt den Zuschauer ein. Dies wird weiter bestätigt auf dem Weg zum tänzelnden Pony. Wenn die Hobbits mitten in der Nacht im stürmenden Regen an dunklen Gestalten vorbei müssen, von einem verdächtigen Waldläufer namens Streicher beobachtet werden und zu guter Letzt erneut fast von einer Gruppe Nazgul aufgespießt werden. Sie können zwar fliehen, doch was sie an der Wetterspitze erwartet, wird Frodo eine Wunde verschaffen, die er bis an sein Lebensende spüren wird. Denn mitten in der Nacht werden die Hobbits von einer Gruppe Nazgul überfallen oder auch Ringgeister. Ihr Anführer, der Hexenkönig von Anmar, sticht auf Frodo mit seiner Klinge ein. Da Frodo den Ring einsetzt, sehen wir zum ersten Mal, welche verlorenen Seelen sich unter der Kapuze befinden. Ehemalige Könige, seit Jahren versklavt von der Macht Saurons, verdammt auf alle Ewigkeit nach dem Ring der Macht zu suchen. Nachdem sich die Gefährten in Bruchtal zusammengeschlossen haben, was eigentlich ein ruhiger, schöner, hoffnungsvoller Moment ist, werden wir auch nicht in Ruhe gelassen. Galadriel präsentiert ihre super Geisterform und Bilbo gibt Frodo sein letztes Hemd, während er uns mit einem ganz klassischen Horror-Jumpscare erschreckt ohne Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich bis heute sehr gut daran, wie ich fast von meinem Kinositz gefallen bin.
Aber der wahre Terror geht in den Minen von Moria weiter. Während das Tentakelmonster der Wächter im Wasser fast einen der Hobbits in den dunklen See zieht, finden sie anstatt eines Festmahls von Gimlis Verwandtschaft lediglich einen Haufen Leichen vor. Hier müssen sie sich schrecklichen Goblins, Trollen und einer der dämonischsten Kreaturen, einem Balrog, stellen. Dieser tötet vermeintlich Gandalf und nimmt so der Gruppe schon zu Beginn unheimlich viel Hoffnung. Aber nach all diesen Erlebnissen lässt uns die Gefährten auch zum Ende immer noch nicht zur Ruhe kommen. Denn hier müssen wir mit ansehen, wie der Uruk-hai Lurz den Gefährten Boromir tötet. Uruk-hai bedeutet übersetzt stärker. Anders als die Orks scheuen sie also nicht das Tageslicht und konnten die Gefährten so überwältigen. Lurz wurde so wie 10.000 weitere Uruk-hai ohne jegliche Vorstellung von Moral und Mitgefühl als Kampfmaschine von Saruman gezüchtet. Sein einziges Ziel ist es zu töten und die Halblinge bei seinem Befehlsgeber abzuliefern. Die Orks und Uruk-hai stehen im direkten Kontrast zum Menschen und Zuschauer. Wie Michael Myers oder Freddy Krüger haben sie kein Mitgefühl und scheren sich nicht um normale Konventionen. Der Unterschied zu klassischen Killern ist jedoch, dass ihre Motivation nicht intrinsisch ist. Vielmehr sind sie komplett hörige Soldaten, die blind den Befehlen ihres Anführers folgen. Abgeschlossen wird die Gefährten mit einem typischen Horror-Trope, bei dem sich die Gruppe aufteilt, anstatt zusammenzubleiben. Hier muss man jedoch sagen, dass Frodo sich dafür aktiv entscheidet, weil er sich und Sam schützen möchte und vor allem auch niemand anderen mehr in Versuchung führen möchte, nachdem Boromir versucht hat, an den Ring zu kommen. Das waren allein im ersten Film schon ziemlich viele Horrorelemente. Kommen wir zum nächsten Film, Die zwei Türme. Im ersten Film bestand der Horror vor allem daraus, dass die Gefährten ihre gewohnte natürliche Umgebung verlassen müssen, die sich einige, vor allem die Hobbits, nicht in ihren kühnsten Träumen hätten vorstellen können. Die von Saruman gezüchtete Armee von Orks und Uruk-hai spielt natürlich auch im zweiten Teil eine wichtige Rolle und wird in feinster Horrormanier präsentiert. Als Zuschauer wissen wir natürlich, dass Merry und Pippin sich aus der Gewalt der Orks befreien konnten. Auch hier gibt es eine tolle Szene, wenn die Orks plötzlich hungrig werden und einen ihrer Kollegen in feinster Gore-Manier verspeisen, sodass die Gedärme nur so herumfliegen. Neben Gore und Gewalt spielt im Fantasy-Epos Herr der Ringe natürlich auch Magie und Übernatürliches eine große Rolle. So wurde König Theoden von Saruman mit einem Zauberspruch belegt und wirkt, als sei er von einem Dämonen besessen. Gandalfs Teufelsaustreibung kann vielleicht nicht mit der aus Der Exorzist mithalten, ist dennoch ein unheimlich ergreifender Moment, wenn wir zum ersten Mal den echten Theoden mitbekommen, der nicht mehr grau und eingefallen ist. Und auch der eine Ring hat eine große besitzergreifende Macht. Vor allem am Schicksalsberg konnten Isildur und Frodo nicht mehr frei entscheiden und wurden komplett vom Ring besessen. Diese Art der Machtübernahme vom Ring zeigt sich auch in der tragischen Figur Gollum. In der Extended Edition sehen wir fantastisch scheußlich inszeniert seine Verwandlung vom Hobbit Sméagol zu einem an ein Tier erinnerndes schizophrenes Wesen. Gollum lebt nur, um seinen Schatz zu finden und sorgt durch seine Obsession gleichzeitig dafür, dass Frodo seine Aufgabe erfüllen kann. Neben dem offensichtlichen Horror zieht sich diese innere Zerrissenheit der Charaktere wie ein roter Faden durch alle drei Filme. Immer wieder müssen die Charaktere überlegen, wie sie ihre Ziele erreichen wollen und sich dabei gegen das Böse in all seinen Formen stellen. Eine weitere gruselige Szene von Die zwei Türme sei noch genannt, die Reise durch die Totensümpfe. Zusammen mit Gollum müssen sich Sam und Frodo an zahlreichen Leichen vorbei bewegen, als Frodo plötzlich von einer in den Sumpf gezogen wird. Hier starben Orks, Elben und Menschen einst bei der Schlacht auf der Dagorlad. Es heißt, dass Tolkien das Skript zu dieser Szene geschrieben hat, während er selbst im Schützengraben saß. Vermeintlich wollte er an die unheimlich vielen Toten des Ersten Weltkriegs erinnern, dessen verwesende Leichen einfach so auf dem Schlachtfeld lagen. Kommen wir jetzt zum dritten Film, Die Rückkehr des Königs. In dieser Phase fiebert man wirklich bis zur letzten Sekunde mit. Und auch hier gibt es ein paar sehr interessante Szenen, die an den Horrorfilm erinnern.
Fangen wir mit einem sehr beliebten Horror-Trope an, dem Final Girl. Also die Frauen, die wie beispielsweise Laurie in Halloween als letzte überleben und den Bösewicht besiegen. Darüber sprechen wir hier auf Horrorzeit natürlich auch nochmal ausführlich mit vielen Beispielen. Im Falle von Der Herr der Ringe ist das Eowyn, die sich als einzige einem großen Widersacher, den Hexenkönig von Anmar, entgegenstellt und ihn als einzige zu töten vermag. I am no man. Im übertragenen Sinne bleibt sie dadurch als Final Girl, als letzte auf dem Schlachtfeld zurück, nachdem zahlreiche Männer, selbst Mächtige wie Zauberer Gandalf oder König Theoden, der sogar verstarb, daran gescheitert sind, ihn wirklich zu besiegen. Typisch für das Final Girl ist Eowyn in keiner Beziehung und wird als Charakter mit starken Moralvorstellungen vorgestellt. Von Außenstehenden wird sie unterschätzt, kann sich aber durch ihren Mut und in Eowyns speziellen Fall durch ihre antrainierten Fähigkeiten als letzte behaupten. Und weiter geht's mit noch mehr Horror in die Rückkehr des Königs. An dieser Stelle eine Warnung, wenn ihr Angst vor Spinnen habt. In der Videobeschreibung findet ihr die Timecodes, wann ich aufhöre, darüber zu sprechen. Gollum führt Sam und Frodo in Kankras Lauer. Im englischen Original heißt sie Shelob. Ein Wesen, das hier schon seit dem zweiten Zeitalter haust. An diese Stelle denken wohl die meisten, wenn man über Herr der Ringe als Horrorfilm spricht. Die bedrückende Inszenierung der Höhle und Kankra selbst könnte so direkt aus einem Spinnen-Horrorfilm stammen. Genannt seien jetzt noch ein paar andere kleinere Momente, die Jacksons Liebe zum Horrorfilm zeigen. So wird bei Sarumans Tod nicht einfach gezeigt, dass er vom Turm stürzt. Nein, er landet natürlich auf einem Wasserrad, von dem er aufgespießt wird. Die Kamera hält voll drauf, während die Leiche dieses einst mächtigen Zauberers ganz langsam ins Wasser abgleitet. Unvergessen ist auch Minas Morgul, das uns mit seiner grünen Ausleuchtung und schrecklichen dämonischen Steinfiguren in Horrorstimmung versetzt. Und auch der Mund von Sauron hat ein Design, das ich zu gern in einem Horrorfilm sehen würde. Kommen wir zum letzten Horrorelement, und zwar die Höhle der Toten. Denn hier beschafft Aragorn die wichtige Streitmacht Army of the Dead. Die Felsspalte am Eingang der Höhle ist übrigens genau dieselbe wie bei Braindead. Spätestens wenn das gesamte Geisterheer von Ausgestoßenen vor einem steht und tausende von Schädeln umherrollen, dürfte man sich an einen Horrorfilm erinnert fühlen. Und das war die heutige Horrorzeit.